Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch vor Kälte schützen könnt, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute! Tachchen! Der Winter steht jetzt an und deswegen... Unsere 10 Tipps für euch gegen Kälte! Tipp 1. Nutzt das Fibelprinzip. Gerrit, was ist das? Ja, ich denke mal, eigentlich kennt das ja jeder von euch. Mama, Papa hat es bestimmt mal beigebracht. Einfach mehrere Schichten anziehen. Die erste Schicht ist dabei uns meistens lange Unterwäsche im Winter. Entweder aus Funktionsunterwäsche, die Anni gerne nutzt, und ich bin eher so der Typ für Merino-Wolle. Wie sieht die zweite Schicht aus, Anni? Die zweite Schicht ist logischerweise eine ordentlich lange Hose und eine Fleecejacke. Dadurch habt ihr ja Luft dazwischen und die macht ihr ja selber mit dem Körper warm und die Wärme hält sich ja dann. Die dritte Schicht ist dann meistens eine etwas dickere Jacke. Entweder ihr nutzt Daune und dann in Verbindung bei schlechtem Wetter mit einer Hardshell, oder ihr macht es so wie Anni und ich. Wir haben einfach so Militärjacken an, die sowohl ein Kunststofffutter haben, das ganz geil ist, ziemlich und nice, aber auch gleichzeitig witterungsbeständig sind. Warum macht man das so, Anni? Also was ist der Sinn hinter dem Zwiebelprinzip? Genau, weil das Gute ist ja, wie schon gesagt, ihr habt ja dazwischen die Luftpolster und die bringen euch ja richtig, richtig viel bei Kälte. Und bei Aktivitäten, also wenn ihr euch viel mehr bewegt als sonst, könnt ihr einfach eine Jacke oder eine Schicht oder zwei Schichten auch ausziehen und tragt halt nur die Grundschicht. Und dadurch schwitzt ihr nicht und dadurch verliert ihr keine Wärme. Ja, und wenn ihr dann aber, weiß ich, eine Pause macht oder sowas, zieht ihr euch die Schichten wieder an und haltet damit die Wärme am Körper. Super Prinzip, fahren wir gut mit, fahren viele andere auch gut mit. Und ich denke auf jeden Fall für jemanden, der es noch nicht weiß, eine gute Alternative. Oh yeah. Tipp 2. Was macht Anni gerade richtig, was ich falsch mache? Ja, genau. Ich habe bei Kälte eine Mütze auf, weil 40% der Körperwärme wird über den Kopf verloren. Und das ist eine ganze Menge. Deshalb immer Mütze dabei haben. Checkity check check. Tipp 3. Und auch den Hals nicht vergessen. Gerrit, warum ist das so wichtig? Naja, auch der Hals ist stark durchblutet, dadurch geht natürlich auch viel Wärme verloren. Deshalb immer einen Schal, Schemack oder auch so einen Schlauchschal tragen. Dadurch könnt ihr nämlich nochmal A, den Hals schützen und die Jacke auch nochmal richtig abdichten, dass keine warme Luft aus der Jacke entweichen kann. Ist wieder so eine kleine Sache, die total wichtig ist und total viel bringt einfach. Tipp 4. Was wir auch immer ganz gerne machen, scharf essen und auch scharf trinken. Weil genau das regt eure Durchblutung ordentlich an und das hält euch einfach eine ganze Weile länger warm. Vor allem, wenn ihr gerade dabei seid, schlafen zu gehen, macht ihr euch einfach vorher noch einen schönen Ingwertee und bam, ist euch einfach warm. Die Schärfe geht so richtig schön durch den Körper. Ihr merkt, wie der Kreislauf noch mal ein bisschen hochkommt, aber nicht zu hoch. Und es wird einfach mollig warm. Unser Tipp, Ingwertee. Aber natürlich auch ein schönes Chili con Carne. Oh yeah. Tipp 5. Bereitet euch vor. Wenn ihr nämlich schon wisst, dass ihr länger am kalten Tag unterwegs seid, es ist immer einfach mega geil, so eine Thermoskanne mit einem schönen Tee, mit einer schönen heißen Suppe dabei zu haben. Weil dann hat man nämlich immer ein warmes Getränk dabei. Und ihr wisst ja, so warme Speisen, warme Getränke heizen einen einfach von innen auf. Und ich weiß nicht, Anni, wie geht's dir? Es hebt einfach auch die Moral. Ja, und wenn du eine gute Laune hast, dann ist dir vielleicht nicht ganz so kalt wie mit schlechter Laune. Tipp 6. Schützt euch und eure Ausrüstung vor Nässe. Warum, Anni? Ja, ich denke, ihr kennt ja das Prinzip, wenn ihr verschwitzt seid und dann Wind auf eure Haut sozusagen kommt, dann kühlt ihr ja aus, dann ist euch kalt so. Und wenn ihr jetzt draußen seid und eure ganze Kleidung ist nass, dann passiert genau das Gleiche. Und das wollt ihr ja nicht. Richtig, ihr kühlt dann einfach mega schnell aus und, ja, wie Anni schon sagte, das wollt ihr halt einfach nicht, das ist doof. Deswegen entweder zum Beispiel bei starkem Regen einen Regenponcho benutzen und auch vor allem darauf achten, dass euer Schlafsack nicht nass wird. Das ist vor allem wichtig, wenn ihr einen Down-Schlafsack habt. Weil dann habt ihr einfach mal richtig hart gelitten. Aber wenn ihr euch zu warm anzieht, passiert genau das Gleiche. Dann schwitzt ihr und dann passiert genau das Gleiche, was wir gerade gesagt haben. Und das wollt ihr halt auch nicht. Deshalb immer entsprechende Temperatur und den Witterungsbedingungen anziehen. Tipp 7. Genauso wichtig ist es aber auch, sich gegen den Wind zu schützen. Ja, jeder von euch kennt das. Man guckt morgens aufs Thermometer, sieht, ach, 5 Grad, ist nicht so kalt, brauche ich mich nicht so warm anziehen. Viele berechnen aber halt den Wind dabei nicht ein. Der sogenannte Chill-Effekt sorgt nämlich dafür, dass durch Wind die gefühlte Temperatur erheblich kälter sein kann als die, die auf dem Thermometer steht. Was sind dann die Optionen für dich, Anni? Also wenn ich unterwegs bin, würde ich gegen Wind einfach eine Hardshell-Jacke anziehen, einfach drüber, genau. Dann habe ich das Problem schon mal nicht. Und wenn ich ein Lager baue oder irgendwas, würde ich immer Wände ziehen. Also was heißt Wände ziehen? Ich würde einfach mir einen kleinen Windfang bauen, damit ich, wenn ich sitze, vor Wind geschützt bin. Und auch beim Schlafen logischerweise.
Und damit dämmt ihr das Risiko halt ein und dann ist euch halt vielleicht nicht so kalt, wie als ob ihr auf dem Feld einfach so schlaft oder lang wandert. Und unter ganz extremen Bedingungen könnt ihr das natürlich dann auch für eure Hosen machen. Tipp 8. Mir geht es relativ häufig so, dass ich im Schlafsack ziemlich kalte Füße kriege. Was kann man dagegen tun, Andi? Ganz einfache Sache, was kostengünstiges und was leichtes. Einfach eine Wärmflasche mitnehmen. Die kostet nicht viel, die wiegt nicht viel. Ihr könnt vorm Schlafen gehen, euch heißes Wasser machen und reinmachen, in den Schlafsack reintun und dann einfach mal die ganze Nacht warme Füße haben. Dadurch habt ihr nämlich eine externe Wärmequelle und die hilft euch einfach, euren Körper warm zu halten. Wenn ihr natürlich keine Wärmflasche nutzen wollt, weil ihr die einfach nicht zusätzlich mitschleppen möchtet, könnt ihr natürlich auch einfach eure Nalgene-Flasche nehmen oder eine PET-Flasche nehmen. Dann habt ihr nämlich am Morgen danach noch nicht gefrorenes Wasser, was auch ziemlich geil ist dann zum Kochen. Tipp 9. Esst ausgewogen, ausreichend und warm. Aber Gerrit, warum kann er auch essen, was ich will? Naja, aber so ein guter Motor, der braucht ja auch Kraftstoff, um Energie zu produzieren. So geht es euch auch mit dem Körper. Deshalb Zucker bzw. Kohlenhydrate konsumieren, damit ihr schnell Energie kriegt, die aber nicht so lange vorhält. Und auch Fette zu euch nehmen, damit ihr quasi Energiereserven habt, die ein bisschen länger vorhalten. Und dadurch habt ihr eine schöne Kombination und der Körper kann richtig Wärme produzieren. Was essen wir denn am liebsten? Gulaschkanone. Oder also Gulaschkanone mit Nudeln, das gibt ordentlich Zündstoff. Oder Chili con Carne. Fertig. Ja, oder so eine Linsensuppe, ne? Das oh, Linsen. Oh. Das knallt auch richtig rein. Was schön Deftiges halt, damit man ordentlich satt ist und wie Gerrit schon meinte, es lange anhält. Ne? Tipp 10. Wie sieht es jetzt eigentlich aus, wenn der Körper es nicht mehr schafft, sich Wärme zu produzieren? Was kann man da machen, Andi? Dann kann man sich eine externe Wärmequelle selber bauen, basteln, was auch immer. Zum Beispiel ein Lagerfeuer könnt ihr machen. Oder ihr nehmt einfach Wärmepads mit. Gibt's ja für den Rücken, Füße, Hände. Ein Taschenofen. Geht auch klar. Dadurch habt ihr auf jeden Fall nochmal eine Menge Möglichkeiten, falls euer Körper das nicht mehr schafft, sich warm zu halten, nochmal extern Wärme in den Körper zu bringen und euch somit wieder aufzuheizen. Jetzt stellt sich uns natürlich die Frage, haben wir einen Tipp vergessen? Wenn es so sein sollte, dann schreibt's in die Kommentare und haut in die Tasten, Leute. So, das Video ist vorbei, das Jahr morgen auch. Deshalb wünschen wir euch jetzt auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis nächstes Jahr. Ciao. Tachchen, Leute. Tachchen. Der Winter steht ja an und deswegen? Unsere 10 Tipps für euch gegen Kälte. Mann, nach dem 5. Mal geschafft, Profis. Easy. Kannst du für mich was machen? Oh mein Gott, das passiert schon wieder. Was macht Andi richtig, was ich gerade falsch mache, wenn es um Kälte geht? Eine Menge. Was macht Andi richtig, was ich gerade falsch mache? Oh ne, ich habe ihn immer zu laut. Zu schnell. Hat das Sinn? Hinter den Kulissen oder was? Ja.